ist wieder Alex von Aquifels Filmecke und ja, es geht heute mal wieder los mit meiner Filmsammlung und einer wilden Mischung. So, weiter geht es heute dann mal mit ja, Terminator. Klassiker, braucht man nicht viel drüber erzählen. Dann hier Terminator 2 als Tinbox. Man sieht hier leider irgendwelche ja, Rostflecken drauf. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Muss ich nochmal irgendwann sauber machen, vernünftig. Aber der Film natürlich auch klasse. Ja, Dolph Lundgren, Red Zone, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie der war. Ne, wird aber wahrscheinlich auch wieder so ein solider bis mittelprächtiger bis solider B-Actioner sein. Lost Boys, absoluter Kultfilm der 80er, geiles Ding, macht riesen Spaß. Final Destination 1 und 2, beides ganz nette 2000er Horrorfilme. Ja, House of Thousand Corpses, für viele absolut brillant und genial. Ich kann mit Rob Zombie einfach nicht viel anfangen. Auch als Musiker nicht unbedingt, obwohl er mein Genre macht. Und als Filmemacher, obwohl er mein Genre macht, auch nicht. Irgendwie werde ich mit dem nicht warm. Dann haben wir hier The Punisher mit Dolph Lundgren. Ist natürlich keine gute Umsetzung des Comics, aber hier in der Unrated-Fassung durchaus ein cooler Film. Man of War hatte ich ja schon mal, die US-DVD. Ist ein cooler Film. Dann haben wir hier Battle Royale 2. Da hatten wir ja schon mal über das Mediabook gesprochen. Tomb Raider, Wiege des Lebens und Tomb Raider. Ja, kann man sich angucken. Ist aber auch ja, unterhaltsam, aber wirklich klasse Videospielverfilmungen sind sie nicht. Dann die beiden The Dentist-Filme. Der erste war, glaube ich, ganz cool. Der zweite, naja, sind auf jeden Fall für Leute, die Angst vor Zahnärzten haben, ganz, ganz bitter. Man sieht es hier. Oh, Manometer. Naja. Dann hier nochmal. Sonny Chiba, Street Fighter und Return of the Street Fighter. Ne? Coole Filme, gerade Street Fighter natürlich. Sonny Chiba halt. Ja, Hannibal. Nicht so gut wie Schweigen der Lämmer, den wir hier haben. Schweigen der Lämmer natürlich ein Klassiker. Hannibal, ja, solides Sequel. Kann man sich angucken, ist aber nicht wirklich großartig. Auf jeden Fall sehr blutig. Ja, denn die Klasse von 99.2, The Substitute, ja, geht einen ähnlichen Weg wie die Klasse von 99, ist aber weder so kreativ, noch so blutig, noch so cool. Ja, dann und dann kam Polly. Ja, der war in Ordnung. Auch halt wieder einfach nur so eine standardmäßige Komödie. Ja, Al Pacino und Colin Farrell, der Einsatz. Solider Thriller, kann man sich angucken. 25 Stunden von Spike Lee. Interessantes Drama mit einem richtig schönen Rant, den Edward Norton da loshaut. Wo man gemerkt hat, dass Spike Lee wohl selber ein bisschen angepisst war. Ja, und hier Carnosaurus 2, den ersten hatten wir ja auch schon mal. Ja, der zweite ist auch wieder nicht wirklich gut, aber ja, hat irgendwo schon einen gewissen Charme. Dann La Comunidad von Alex de la Iglesia, Allein unter Nachbarn. Auch schön viel schwarzer Humor, ist recht unterhaltsam. Dann hier Tetsuo 2 Bodyhammer. Ja, schön viel Body-Horror drin. Ist schon ein sehr, sehr spezieller Film. Müsste ich mir tatsächlich nochmal angucken, um da nochmal viel zu sagen zu können. Aber irgendwo schon recht krass. Ja, 2002 durchgeknallt im All. Einer der Tiefpunkte von Leslie Nielsens Karriere. Echt nicht wirklich, nicht witzig. So, ja, hier The Hills Have Eyes 2 und 3. War das andere doch der erste im letzten Video. Todestal der Wölfe und ich weiß jetzt nicht, welcher Todestal der Wölfe war. Ich glaube, das war der zweite und der dritte ist Mindripper. Ja, beide jetzt nicht wirklich sehenswert. Und dann hier nochmal Troma's War, ein Director's Cut. Klassischer Troma-Humor, einige blutige Action-Szenen. Der war ganz unterhaltsam. Ja, dann hier From Dusk Till Dawn 3, The Hangman's Daughter. Naja, billiger Abklatsch des ersten Teils. Kann man sich angucken, aber ist echt nichts wirklich Sehenswertes. Texas Chainsaw Massacre, das Remake, ne, war ein solide, aber ist letztendlich auch nur ein klassischer Teenie-Slasher und hat nichts mehr von dem Terror des Originals. Texas Chainsaw Massacre 3 Leatherface. Ja, mein Film war es nicht. Ja, gibt bessere,
wie Texas Chainsaw Massacre 2, aber über den haben wir schon geredet. Genauso wie über den ersten, der natürlich auch ein absoluter Klassiker ist. Auch ein Klassiker, Excalibur. Cooler Fantasy-Film. Ne, macht Spaß. Ist gut gemacht. Ne, also definitiv sehenswert. Dann From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money. Ja, ein bisschen actionorientierter. Löst sich so ein bisschen von den Klischees, die der erste Teil hatte. Oder den Tropes, die der erste Teil aufgebaut hat. Aber ist letztendlich auch nur ein bestenfalls mittelprächtiger Film. King Arthur war ganz solide. Na hier, My Dying Bride, For Darkest Eyes, auch eine Konzert-DVD, DVD ist es ja. Irgendwann in Mexiko, der dritte Teil, ne, von Desperado und El Mariachi, ja, war ganz unterhaltsam, aber kommt natürlich nicht an die beiden Originale ran, El Mariachi und Desperado. Beides coole Filme von Rodriguez. Ne, Rent-A-Man, Rob Schneider. Ja, irgendwo wieder ganz unterhaltsam, aber man muss dann auch mal den Tag Bock haben auf diesen, ja, Pipi-Kaka-Humor. Stendhal-Syndrom, hatte ich ja auch schon was zugesagt. Dann hier The Riffs 2 und The Riffs 1. Mir haben die Filme beide sehr viel Spaß gemacht damals. Ich muss sie mir jetzt tatsächlich wieder mal angucken. Ne, aber ne, sind beides auch, glaube ich, die gekürzten Fassungen. Aber selbst in den gekürzten Fassungen kann man sich die ganz gut angucken. Dann haben wir hier noch die Wutprobe. Ja, solide Komödie. Hexenkessel. Ne, hier ein Klassiker von Martin Scorsese mit Harvey Keitel und Robert De Niro. Cooler Film. Nicht so gut wie die späteren Epen von Scorsese, aber definitiv sehenswert. So, dann haben wir hier Insel der neuen Monster, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 habe ich ganz solide in Erinnerung. Teil 2 war Crap. Mich recht erinnere. So, Manage, ja, das Beil des Todes, war ein ganz solider Western. Shockwaves, klasse besetzt, aber die Schreckensmacht der Zombies, naja, von den ganzen damaligen Nazi-Zombie-Filmen noch mit der beste, aber spätestens seit Dead Snow braucht sowas keiner mehr. Faculty, trau keinem Lehrer, der war ganz unterhaltsam. Ne, Blade hatten wir schon das Thema. Serial Lover. Der war cool, den hat ein Kumpel mir damals empfohlen. Viel schwarzer Humor, ne, aber definitiv sehr unterhaltsam. Ja, Road Trip, der war auch ganz unterhaltsam, muss man sagen. Ne, aber halt auch nur eine klassische Teenie-Komödie aus der Zeit. Ja, das Boot, auch definitiv ein ganz großer Klassiker. Ne, wenn man mal Zeit hat, die braucht man für den Director's Cut, kann man sich den gut angucken, ist ein toller Kriegsfilm. Ja, und dann hier ja, Hellraiser, Deader. War das jetzt der 7. oder der 6.? Ich glaube, das war der 7. Ja, legen wir es lieber weg, weil und widmen uns dem, was jetzt gleich kommt. So, die letzten zwei Türmchen für heute. Einmal mit Shoguns Sadism, dem dritten Tokugawa-Teil. Ne? Und ja, hatte ich ja schon was zum Tape gesagt damals. Extreme Rage mit Vin Diesel. Der war ganz solide. Total Risk mit Jet Li und Jackie Cheung. Ja, war ganz in Ordnung. Ne? Also ist schon ein ne, ganz netter Actionfilm, aber keiner der von den besten mit Jet Li. Dann haben wir hier Wishmaster 1 und 2. Der erste ist cool, der zweite, naja. Ja, Kichiku. Wow, der war sehr speziell. Ne? War nicht mein Film, aber der ist auf jeden Fall sehr speziell. Und ja gut, hier, was haben wir hier von Japan Shock? Female Market, ja, Sexploitation, muss man echt nicht gesehen haben. Nichts Weltbewegendes, also auch nicht mal mehr mittelmäßig. Da gibt es in dem Genre interessantere Sachen, die halt auch ein bisschen, naja, allgemein verträglicher sind und mehr hermachen. Cutthroats 9, ein ziemlich brachialer Western. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der deutsche Titel war. Na, war nicht unbedingt gut, aber definitiv brachial. So, dann mache ich hier mal mit Satoichi weiter. Der blinde Samurai mit Takeshi Kitano als Satoichi. Sehr coole, ja, sehr cooles Reboot der klassischen Reihe. Hat Spaß gemacht. True Romance, auch ein absoluter Kultfilm. Ne? Sunny Chiba wird hier ja auch erwähnt. Der macht Spaß und ist gut besetzt. Christian Slater, Patricia Arquette, sehr cool als Pärchen und, naja, wie gesagt, auch sonst mit Dennis Hopper, Gary Oldman und anderen Leuten gut besetzt.
und gibt was her. So, hier noch ein paar Troma-DVDs. Vampire in New York, ja, Death by Temptation. Ne? Auch wenn Samuel L. Jackson mitspielt, meins war er nicht. Ebenso wenig wie Hexenhaus, Blut für die Zombies. Ja, ja, Blades, Klingen aus Stahl, der war meiner Ansicht nach der weiße Hai mit dem Rasenmäher. Ich fand den doof. Und Frostbiter, ja gut, der hat ein paar blutige Szenen, aber ist letzten Endes auch eher eine der gammeligeren Produktionen, die Troma rausgebracht hat. Dann haben wir hier The Mission. Den muss ich mir tatsächlich mal wieder angucken, um zu gucken, wie der war. Aber hat ja einen sehr guten Ruf. Ah, hier. Der Eco Eco Azarak, den ich im letzten oder vorletzten Video hatte, ne, war der erste. Der zweite, Birth of the Wizard, der ist cool. Der dritte, Dark Angel, naja. Der vierte ist kompletter Crap, deswegen habe ich den, glaube ich, auch gar nicht mir damals geholt. So, und dann haben wir hier jetzt die All-Night-Long-Reihe. Und ja, das sind wieder ziemlich, ziemlich heftige Angelegenheiten. Mit sehr viel sexueller Gewalt, ne, auch gerade zwischen Männern. Und allgemein sehr drastischen Szenen. Ist halt, ja, Japan Shock sagt ja alles. Und das sind wirklich ziemlich krasse Dinger. Auch sehr speziell, aber naja, definitiv auch mit was Interessanteres aus dem Bereich. Ja, Wet and Rope, auch von Japan Shock, auch ein Sexploitation-Film oder ein Nunploitation-Film aus Japan. Ja, nicht ganz so verachtenswert wie Female Market, aber naja, halt recht langweilig. Denn hier ist Double Feature mit Mermaid of in a Manhole und Android of Notre Dame. Ne, hier Guinea Pig 5 und 6, wenn mich nicht alles täuscht. Mermaid in the Manhole ist wirklich cool gemacht, mit ekligen Effekten und so. Und Android of Notre Dame, ja, der war nicht so ganz meins. Dann haben wir hier nochmal Min Behind the Sun 3 und Min Behind the Sun 2. Ich hatte mir die Box dann auch nochmal geholt, weil sie schöner aussieht, die DVDs besser sind und naja, der vierte Teil mit drin war. So, dann haben wir hier Naked Blood. Der war auch ziemlich drastisch. Erstmal hier Min Behind the Sun 1 nochmal rüber. Dann hier Naked Blood. Der war auch ziemlich drastisch. Mit Body Modification, Body Horror. Ekliges Teil, so wie ich den in Erinnerung habe. Gut war er jetzt nicht unbedingt. Aber wie das meiste von Japan Shock doch sehr drastisch. Dann Guts of a Virgin und Guts of a Beauty. Sehr, sehr trashige Dinger. Ne? Beide wirklich unheimlich trashig. Ne, Sexploitation mit drinne, schlechte Gewaltszenen mit drinne, mit viel Bier, solide, unterhaltsam und beknackt, nüchtern, naja, eher so, naja. So, und dann haben wir hier noch die Evil Dead Trap Filme. Die sind gut. Ne? Die haben Atmosphäre, die haben heftige Effekte und die sind wirklich beide ganz cool gelungen. Gerade der erste darf man echt nicht unterschätzen, wie, ne, derbe und wie gut er eigentlich teilweise ist. Aber na gut, damit bin ich für heute hier erstmal durch. Ich melde mich gleich nochmal kurz, ne, damit ihr mein Gesicht nochmal seht und dann, naja. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das nächste Mal natürlich wieder ja, ein wildes Durcheinander, ne, an Genres, Labels und ja, seht nächstes Mal selbst. So, das war's. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, liked es, teilt es, abonniert gerne auch meinen Kanal und schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, hier habt ihr noch eine Playlist mit ähnlichen Videos, eine Empfehlung von YouTube und ja, eins meiner neuesten Videos auch noch zum Anschauen, um die Zeit zu überbrücken. Also, viel Spaß noch.